das wollte ich euch mal zeigen. Ich hatte im letzten Jahr einen Kohlrabi einfach stehen gelassen und wollte mal ausprobieren, ob man davon Samen ziehen kann, praktisch am nächsten Jahr. Das dauert ja mal irgendwie dann ein weiteres Jahr, bis der anfängt zu blühen. Und nun ist es soweit. Der ist wirklich extrem lang. Ich weiß leider nicht mehr, welche Sorte es war. Ich hatte ja zwei, einmal den Superschmelz und diesen Gigantus. Also einer von den beiden ist es. Und der ist jetzt hier in voller Blüte. Ne? Super aus. Und wo jetzt nachher wirklich die Samen kommen, weiß ich selber noch nicht. Ob die denn nachher so zum Blüten kommen, können sie ja nicht. Das ist ja irgendwie Quatsch. Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Lassen wir uns mal überraschen. Aber noch viel kurioser ist ja, ich hatte ja so viel Kohlrabi im letzten Jahr, dass ich einen einfach habe liegen lassen. Den wollte ich dann immer irgendwie später essen. Und das ist draus geworden. Ich muss das mal ein bisschen in die Sonne legen, dass man das ein bisschen besser sehen kann. Guckt euch das mal an hier. Das Ding ist nicht mal eingebuddelt. Der stand einfach so. Der stand einfach so rum und da ist jetzt die Pflanze draus gewachsen und die blüht auch schon. Das ist ja kurios, oder? Ey, aus so einem Kohlrabi ohne Erde, ohne alles, wächst praktisch hier eine Pflanze mit Blüte. Unheimlich. Ich bin mal gespannt, wie das hier weitergeht. Wahrscheinlich zehrt die Pflanze jetzt den Kohlrabi auf. Er fühlt sich auch ein bisschen merkwürdig an, obwohl er noch von der Struktur ziemlich fest ist. Mal gucken, ich werde euch mal auf dem Laufenden halten, wie das hier so weitergeht. Und den stellen wir erstmal hier wieder hin und vergessen den einfach erstmal wieder. Ja, wie schaut das nun aus nach mehreren Tagen? Unsere Kohlrabi-Blüten sind mittlerweile schon relativ viele ab. Und ich glaube, was kann man das erkennen? Dass aus diesen, ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt hier, diese letzten kleinen Knubbels hier, da werden bestimmt die Samen drin entstehen. Hoffe ich doch, ansonsten wüsste ich nicht wo. Ne? Also die Blüte fällt ab und es entsteht dann hier dieses Stückchen hier. Und mein anderer Kohlrabi. Mein Kohlrabi ohne Ernte löst sich weiter auf. Aber die Blüten, die gehen nicht auf. Da passiert nicht wirklich viel. Da reicht wahrscheinlich die Kraft nicht aus der ekligen Knolle hier. Stellen wir sie wieder hin. Die Blüten sind nun alle ab. Sind nur noch die Fruchtstände übrig und ich denke, jetzt müssen wir mal abwarten, wie es jetzt weitergeht. Die müssten ja irgendwie, ich weiß gar nicht, antrocknen, vertrocknen, austrocknen oder so und dann könnte man, glaube ich, die Samen daraus gewinnen. Ich habe keine Ahnung. Wir warten einfach mal ab. Ich habe jetzt mal einen Samenstängel oder wie man sowas nennt, hier mal abgemacht und versuche den jetzt mal aufzuschneiden, ohne dass ich mir dabei die Finger packe. Mal gucken, ob man schon mal sehen kann. Ja. Da sind schon die ersten kleinen Samen drin. Und scharf, da. Ja. Kohlrabi-Samen. Ich habe das gute Stück jetzt mal ein bisschen aus der Sonne genommen. Wirklich viel getan hat sie noch nicht. Diese Fruchtstände sind jetzt ein bisschen dicker geworden, aber die trocknet nicht weg oder sonst irgendwas, sondern steht hier gelangweilt in der Ecke.
kann da mal einen kaputt brechen. Obwohl sie schon etwas trockener wird. Ja, ich weiß nicht, was das werden soll. Ich halte euch auf dem Laufenden. Irgendwie geht es hier nicht richtig voran. Deswegen werde ich jetzt einfach mal ein paar von diesen Fruchtdingern hier abschneiden und die mal in die Sonne legen, um dann eventuell, klar, da die Samen draus zu gewinnen. Ich weiß gar nicht, wie die Natur das macht. Gibt es eigentlich schon Kohlrabi vor mehreren hunderttausenden von Jahren? Ist das irgendwie eine herangezüchtete Frucht oder wie sieht das eigentlich aus? Ich schneide hier den ganzen Ast ab. So. Probieren wir mal aus, ne? Die lassen wir nochmal dran. So, meine letzte Kohlrabi-Samen-Aufnahme. Die Pflanze selber sieht noch relativ frisch aus. Diese Fruchtstände trocknen langsam ein. Also das ist dann wahrscheinlich, man kann die wahrscheinlich auch hängen lassen und irgendwann sind die dann so trocken, dass sie dann runterfallen würden. So wie hier sieht man das auch schon. Da geht dann schon einer auf. Und dann würden die Samen rausfallen. Ich hatte ja mal vor einiger Zeit ein paar Zweige abgeschnitten und die so trocknen lassen. Das ist eigentlich noch besser. Dann trocknen die relativ fix ein und man sieht nachher letztendlich die kleinen Samenkörner. Ja, und wie viel sind immer so drin in einem so Fruchtteil hier? Vielleicht so 10 Körner. Also man hat denn hier, wenn man sich das so anschaut, reichlich Samen, reichlich Kohlrabi. Doof ist, ich mag den gar nicht so gerne. Und davor hatte ich ja nochmal diesen anderen Kohlrabi gezeigt, der Blüte. Der schaut jetzt so aus. Das war's. Ja, in diesem Sinne, so lässt man Kohlrabi stehen. Nach dem zweiten Jahr fängt er an zu blühen und man hat leckere Samen. Bis dann und tschüss.